Guten Morgen von meiner Seite auch. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Klaus-Dieter Eberhardt, mein Name. Ich bin bei der Firma Dynatrace im Vertrieb. Bin in Frankfurt ansässig und betreue primär Finanzkunden, bin aber heute quasi für alle Kunden da. Und wenn Sie Fragen haben, wie Monika schon sagte, unterbrechen Sie mich gerne. Ich überlasse Ihnen das, ob Sie mich unterbrechen oder ob Sie es am Schluss stellen. Ich habe aber kein Problem damit, wenn Sie mich unterbrechen. Fragen Sie, wann immer Sie Fragen haben. Ich kenne mein Produkt. Ich mache das nicht für mich. Es ist Ihre Veranstaltung. Es geht darum, dass Sie so viel wie möglich mitnehmen. Es ist heute ganz bewusst ein bisschen oberflächlicher. Wir werden noch zwei weitere Workshops haben, wo wir dann tiefer reingehen, was dann von meinem Kollegen Thomas Schlagenhaufer, der wahrscheinlich auch mit dabei ist, ich kann es gar nicht sehen, durchgeführt wird nächste Woche und ich glaube übernächste Woche. Von daher heben sich auch noch ein paar Fragen für den Thomas auf. So, legen wir mal los. Jetzt kann ich hier nicht. Doch, jetzt geht's. Wer uns nicht kennt, nur ganz knapp, kann man alles nachlesen, aber nur, dass man uns mal einordnen kann. Dynatrace, wir sind eigentlich ein deutschsprachiges Unternehmen, gegründet in Linz. Produktentwicklung ist auch größtenteils in Linz, Firmengründer sitzt in Linz, Produktmanagement, alles sitzt in Linz. Das heißt, wir sind in der deutschsprachigen, wir sind deutschsprachig und sind in der deutschen Zeitzone. Ganz wichtig, wann immer Sie bei uns mit dem Support kommunizieren oder mit Produktmanagement. Es ist alles in Ihrer Zeitzone. Sie müssen nicht irgendwie mitten in der Nacht mit Indien telefonieren, sondern Sie können mit uns ganz normal sprechen. Wir haben mittlerweile über 1000 Mitarbeiter in der Entwicklung. In der Gesamtheit sind wir fast 3000 Mitarbeiter. Und wo wir ganz stolz drauf sind, konnte man letzte Woche auch wieder schön nachlesen, seit es den Gartner Magic Quadrant für APM gibt, sind wir permanent rechts oben im Quadranten. Ich zeige Ihnen auch gleich nochmal, das ist, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. An dieser Stelle würde jetzt normalerweise kommen, dass ich Ihnen erzählen würde, was so den Markt bewegt, warum sich jeder über Digitalisierung Gedanken macht, über Transformation, aber ich glaube, damit langweile ich Sie. Ich glaube, es ist für Sie eher interessanter, wirklich zu erfahren, wo können wir Ihnen Mehrwert liefern, was macht unser Produkt, wie sieht das aus. Ich werde Ihnen jetzt nicht erzählen, warum sich jeder mit Cloud befasst, warum sich jeder mit Microservices befasst, warum man sich ändert, warum man neue Challenges hat, neue Herausforderungen, neue Technologien, warum man nach neuen Businessmodellen sucht, etc. Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie mich natürlich gerne später ansprechen, aber ich würde mich jetzt eher mal auf die Technologie und auf den Mehrwert aus der Technologie fokussieren. Das klappt mit dem Weiterblätter nicht so ganz. Okay, jetzt geht's. So, wenn man sich mal das Thema Monitoring anguckt. Monitoring selbst ist ja schon ein alter Hut, ist ja schon über 40 Jahre alt. Angefangen siloartig. Ich gucke auf mein Mainframe, ich fasse mit der Hand dran, schaue, wie warm ist das Ding. Ich messe CPU-Auslastung, ich messe eine Lüfterdrehzahl, ich messe Füllstände. Ich habe Netzwerkmonitoring, messe Bandbreiten, messe Paketraten. Ich messe... mache Überwachung von meinem Mail-Server. Das heißt, ich habe siloartig immer eine Überwachung auf eine Disziplin. Ich messe irgendwelche Zahlenwerte, vergleiche die miteinander und probiere rauszukriegen, wie geht es meinem Service. Damals noch gar nicht dran gedacht, wie geht es meinem Kunden. Dieses Verständnis hatte man damals noch nicht. Und mit der Evaluierung der Zeit, in der Evolution der Zeit, hat sich eigentlich nur geändert, dass sie immer mehr Technologien reinbekommen, immer mehr Monitoring-Tools, aber letztendlich bleibt die Forensik weiterhin bei Ihnen hängen. Sie müssen sich überlegen, was ist die Auswirkung? Hat das eine mit dem anderen was zu tun? Wie geht es meinem Service überhaupt? Im Jahr 2005 gab es dann erstmalig Anbieter, zum Beispiel das Produkt Wiley, was in den Markt kam, wo man sich Gedanken gemacht hat zu dem Thema, wie sieht denn so eine Ende-zu-Ende-Betrachtung aus? Der User klickt im Browser irgendwo hin, wie läuft dieser Flow durch mein Unternehmen? Damals noch rein auf einem Java-Layer, also rein auf der Anwendungsebene. Die Infrastruktur hat man überhaupt nicht gesehen. Zu der Zeit wurde auch Dynatrace gegründet und ein paar andere Unternehmen, die man auch im Markt so sieht, wie zum Beispiel AppDynamics oder New Relic. Dynatrace ist relativ schnell Marktführer geworden, wenn es um Market Share geht. Wir haben aber dann im Jahr 2011 gemerkt, es kommt eine Welle an Technologien auf uns zu, die man mit herkömmlichen Mitteln gar nicht mehr vernünftig bewältigen kann. Die Firma Amazon stellt fest, sie sind gar kein Buchladen mehr. Sie verkaufen Überkapazitäten in Form von Infrastructure as a Service. Und was daraus geworden ist, ich denke, das wissen wir alle, Amazon ist oder AWS ist der de facto Standard im Bereich Anwendungsentwicklung. Microsoft ist auf den Zug mit aufgesprungen mit Azure. Ich war damals bei VMware beschäftigt. Wir haben mit Cloud Foundry das erste Plattform-as-a-Service-Produkt rausgebracht. Docker wurde gegründet, Container kamen an den Markt. Microservices haben angefangen, sich zu etablieren. Also es wurde viel kleinteiliger, feinteiliger, wesentlich dynamischer. Die ganze Umgebung hat sich gewandelt von einer Code-Komplexität zu einer Deployment-Komplexität. Das sind einfach die ganzen alten, herkömmlichen Tools, die man damals kannte. Auch unser altes Produkt, überhaupt nicht dafür ausgelegt und die fahren einfach gegen die Wand. Wir haben damals gesagt, es muss was Neues her. Wir brauchen einen ganz neuen Ansatz, womit wir diese neuen Anforderungen adressieren können, aber gleichzeitig trotzdem auch noch das können,
was wir damals konnten. Das heißt Unterstützung für Mainframe, Unterstützung für Legacy-Systeme wie AIX, Solaris, was auch immer so kreucht und fleucht bei Ihnen in Unternehmen. Das heißt, wir haben quasi ein komplett neues Produkt als einziger Markt gebaut. Wir haben die besten 150 Entwickler aus dem Unternehmen rausgezogen und haben gesagt, setzt euch mit denen, baut ein Produkt, was für diese neuen Anforderungen gemacht ist. Auch mit der Maßgabe, nicht nur die Technologien zu unterstützen, sondern auch zu automatisieren, was geht. Weil damals schon absehbar war, Ihre IT-Abteilung wird nicht größer werden, aber die Anforderungen an Workloads, was auf Sie zukommt, wird immer weiter nach oben steigen. Sie haben immer mehr Wachstum, aber Ihre IT-Abteilung wächst nicht. Und das können Sie nur begegnen mit Automation. Das Produkt ist jetzt seit 2017 enterprise-fähig einsetzbar und wir haben es zumindest in der Finanzbranche schon geschafft, weltweit fast 2/3 aller Finanzinstitute als Kunden auch zu gewinnen. Für andere Branchen kann ich nicht sprechen, da bin ich jetzt nicht der Fachmann dazu, aber ich denke, da haben wir ähnliche Zahlen sicherlich vorliegen. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie sich der Markt in der Zeit entwickelt hat, das ist auch ganz spannend. Nehmen wir mal zwei Gartner Magic Quadrants, einmal links von 2011, das ist also vor unserer Entscheidung, diesen Wechsel zu machen. Man sieht hier ein sehr diverser Markt, ganz viele Anbieter, viele davon gibt es heute überhaupt nicht mehr. Und rechts das ganz aktuelle Bild aus dem April 2021, man sieht, Dynatrace ist ganz klar als Marktführer auch aus dieser Tool-Konsolidierung rausgegangen. Wir haben beide Achsen übernommen als Führer, haben wir schon mehrmals gehabt in den letzten 11 Jahren. Was aber auch interessant ist, ist, der Gartner Magic Quadrant sagt ja erstmal nur was aus über das Unternehmen, über die Vision, über die Strategie, aber noch weniger über das Produkt. Es gibt gleichzeitig auch von April 2021 ein Capability Report, wo man wirklich technologisch nachlesen kann, was leisten die Produkte. Gartner hat es dort testen lassen. Können Sie beides auf unserer Webseite runterladen, auch sehr interessant, um mal wirklich technologisch zu verstehen, was ist unsere Leistungsfähigkeit hier. Sehr interessant. Dynatrace.com kriegen Sie diese Reports. Was machen wir jetzt aber so viel anders als alle anderen? Wir fangen erstmal an, die Datenqualität. Dynatrace hat einen einzigen Agenten, das ist ein Full-Stack-Agent, der wird automatisiert ausgerollt. Wir haben nicht einen Maschinenagent, einen Webserver-Agent, einen Application-Server-Agent, einen Java-Agent etc., sondern wir haben einen einzigen Agenten und der liest wirklich alles ein, angefangen über Netzwerkmetriken, wie geht es meiner Infrastruktur, User-Requests, Logs, er lernt Verhalten, baut aus diesem Wissen, also der Agent wird übrigens nicht nur vollautomatisiert ausgerollt, sondern muss auch nicht konfiguriert werden. Also es ist einfach damit getan, diesen Agenten auszurollen. Wir bauen dann ein multidimensionales Ende-zu-Ende-Datenmodell auf, wo wir Ihnen quasi grafisch Ihre gesamte IT anzeigen. Sie sehen alle Abhängigkeiten sowohl horizontal als auch vertikal. Ich zeige Ihnen das nachher sehr schön auch im Produkt. Das heißt, Sie sehen zum Beispiel auf E-Mail der Services, was man in dieser Vorschau sieht, welcher Service kommuniziert mit anderen Services. Und bei jedem Service sehen Sie, welche Applikation wird davon befeuert, welcher Prozess liegt darunter, auf welchem Host läuft das Ganze und in welchem Datacenter läuft das Ganze. Das heißt, Sie sehen quasi eine Echtzeit-CMDB, könnte man quasi sagen. Das können wir uns auch zum Beispiel zunutze machen, um diese Daten auch vollautomatisiert in ein ServiceNow, in eine CMDB reinzuschießen. Auf dieses Datenmodell setzen wir jetzt eine deterministische AI. Die heißt bei uns Davis. Davis können Sie sich vorstellen wie einen zusätzlichen Mitarbeiter, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als durch diese Daten durchzugehen, zu lernen, zu verstehen, zu schauen, was ist ein Normalverhalten. Und in dem Moment, wenn irgendwo eine Abweichung feststellt, dann ist Davis so intelligent, um Ihnen Antworten zu liefern. Davis liefert Ihnen also keine Metriken, sondern Antworten und Handlungsanweisungen. Davis sagt Ihnen erstmal, was ist das Problem. Davis sagt nicht, ein Schwellwert wurde überschritten, sondern Davis sagt Ihnen zum Beispiel, Antwortzeitenverlangsamung in meiner Kernapplikation. Darüber hinaus sagt Davis, was ist der Business Impact? Es ist ja sehr wichtig für mich zu verstehen, sind jetzt nur zwei Leute, die den Kantinenplan nicht lesen können und nicht wissen, was sie mittags essen sollen? Oder können sich mehrere tausend Leute nicht an meinem System anmelden oder keine Buchung durchführen? Und ultimativ sagt Davis, was ist der Root Cause? Das heißt, War Rooms gehören der Vergangenheit an. Sie müssen sich nie wieder Gedanken machen und zu analysieren, warum habe ich jetzt diesen Ausfall? Warum können jetzt diese mehrere tausend Leute keine Buchung machen? Sondern Davis sagt Ihnen genau, es ist funktioniert. Und das Ganze bis auf Code-Ebene runter. Dadurch, dass wir Kausalitäten kennen, das heißt, wir unterscheiden zwischen initialem Problem und Folgeeffekten, können wir die Anzahl Ihrer Tickets oder der Alerts massiv reduzieren. Das werden Sie nachher im Produkt sehen. Weil wir quasi nur noch das initiale Problem melden und alle Folgeeffekte in diesem Problem mit reinpacken. Wenn ich das initiale Problem gelöst habe, sind alle Folgeeffekte auch sofort gelöst.
Und das Ganze kann ich natürlich auch nutzen, um ein Self-Healing anzustoßen. Zum Beispiel kann ich ein Runbook hinterlegen, dass ich sage, wenn dies und jenes passiert, starte einen Service neu, deploy neue Container, schieb mehr RAM rein, mach ein Rollback auf die letzte Version, was auch immer. Das heißt, Ziel ist es hier, dass nicht der arme Admin nachts um zwei jedes Mal rausgeklingelt werden muss bei jedem Problem, sondern dass er nur dann angerufen wird, wenn wirklich die anderen Wege alle nichts gebracht haben. Und wenn man nicht in der Lage war, über Self-Healing irgendwas zu klären. So, hier mal ein Bild. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht, weil das macht wirklich den Mehrwert von Dynatrace aus. Also wir sehen auf der rechten Seite die Ebene, in diesem Fall der Services. Wir sehen einfach nur durch rüberfahren. Das ist, man sieht eine Katze, das ist also Tomcat. Man sieht, in welche Richtung kommuniziert dieser Service mit anderen Services. Und auf der linken Seite sehen Sie, es ist keine Applikation, die davon betrieben wird. Also Applikation ist eine externe Webseite zum Beispiel. Es sind, Sie sehen, dass wir hier 10 Prozesse drunter haben. Wir haben diverseste Hosts. Wir haben das Ganze über zwei AWS-Datacenter und über ein VMware-Datacenter gesplittet. Das heißt, ich kriege hier sofort ein Bild, was ist, wenn an diesem Prozess irgendwas hängt, wo läuft das Ganze, wo sind die Abhängigkeiten davon. So, was machen wir jetzt damit? Jetzt haben wir unten eine Software Intelligence Plattform, die extrem viele Daten hat, extrem genaue Daten und sehr viel Kontext. Das ist ganz wichtig, dass wir den Kontext mitliefern. Wir liefern ihnen nicht nur Logs, Metriken, Traces, sondern wir liefern auch den Kontext. Das machen wir uns zunutze, um Business Mehrwerte zu liefern. Und wir haben jetzt hier quasi eine Ansicht, dass wir ihnen gewisse Use Cases abdecken, angefangen von dem ganz klassischen Thema Applications. Das heißt, wir geben Ihnen ein Code-Verständnis, wie verhält sich meine Applikation Ende zu Ende, wenn ein User im Browser oder in der mobilen App irgendwo hinklickt, wie verläuft das durch mein Unternehmen und wieder zurück, wie fühlt er sich damit, aber auch links das Thema Infrastruktur-Monitoring. Wir kommen klassisch aus dem Thema APM, sind aber auch immer mehr in der Lage, Infrastrukturkomponenten mit zu überwachen, sei es in der Cloud, aber sei es klassisch on-prem, wir können teilweise ins Netzwerk reingucken, wir können uns angucken, wie geht es meiner Hardware drunter. Natürlich jetzt nicht so detailliert, wie wenn Sie jetzt ein klassisches Netzwerk-Monitoring-Tool haben, aber um zu beurteilen, aus Sicht einer Applikation, liegt das Problem im Netzwerk oder liegt es woanders, vollkommen ausreichend. Dann haben wir das Thema Application Security. Hier geht es darum, dass wir Applikationen und dass wir Code während der Ausführung scannen und jeder Entwickler setzt Bibliotheken ein und wir legen wir haben Informationen, eine Datenbank daneben liegen, in welcher Bibliothek welche Schwachstellen sind. Das heißt, wir können genau eine Aussage treffen, wo habe ich welches Risiko mit meinen Applikationen, wo vielleicht Schwachstellen in genutzten Bibliotheken sind, liefern Ihnen aber auch hier Kontext, was ist Customer Facing, wo ist es wirklich kritisch, wo ist es vielleicht nur in Testumgebungen im Einsatz, wo es nicht so schlimm ist, wo ich mich nicht drum kümmern muss, oder wo habe ich eine Bibliothek, die aber gar nicht ausgeführt wird, da muss ich mich auch erstmal nicht drum kümmern. Das heißt, ich kann mich auf das fokussieren, was wichtig ist. Dann das Thema Digital Experience. Ganz zentrale Frage, deswegen ist es auch in der Mitte bei uns, wie geht es dem User? Die Loyalität, glaube ich, ist in Zeiten von Millennials vorbei, das wissen wir alle. Ich hatte mal einen CTO, der hat gesagt, seine Tochter hat innerhalb von einem Jahr viermal den Bankanbieter gewechselt, weil eine andere Bank eine coolere App hatte. Und das ist die Zeit, in der wir heutzutage leben. Man ist gewohnt, ich tippe auf meinem iPhone irgendwo hin und es kommt sofort eine Reaktion. Wir messen hier, wie ist die gefühlte User Experience, wie lange muss er warten, hat er Fehler? Aber wir hören dabei nicht aus, sondern wenn es zu einem Problem kommt, dann geben wir auch gleich die Handlungsanweisung. Wir sagen dann wirklich, was ist der Root Cause dafür? Was muss ich als Unternehmen machen, damit die User Experience wieder besser wird? Dann haben wir das Thema Business Analytics. Hier geht es darum, quasi eine Verknüpfung zwischen IT-Problemen und den Auswirkungen auf das Business zu machen. Oder allgemein, um Ihnen Informationen zu geben, wie verhält sich mein Funnel, wie verhält sich meine Conversion Rate, wenn ich jetzt irgendwas an meiner IT ändere. Wenn ich eine neue Applikation reinbringe, eine Marketingaktion mache, was passiert? Laufen mir meine Systeme voll? Habe ich Abbrüche oder münzt sich das in Umsatz, dass ich hier clevere Entscheidungen treffen kann? Und was bei uns zu dem Thema Cloud Automation läuft, ist alles rund um Anwendungsentwicklung, CI/CD, Pipeline Automatisierung, Einrichtung von Quality Gates. Wie schaffe ich es, Pipelines zu automatisieren, die Qualität ihrer Software zu erhöhen und sie in die Lage zu versetzen, noch schneller, noch mehr Releases, die noch bessere Qualität haben, rauszubringen. So, um das mal zusammenzufassen, was ist so die Analogie von Dynatrace? Wir vergleichen uns ja gerne mit dem komplett autonomen Autofahren. Das heißt,
was macht das vollautonome Autofahren aus? Es ist nicht, dass mein Auto erkennt, welche Musik ich will und mir anzeigt, wo Staus sind und den Sitz auf mich anpasst, sondern die Analogie ist, das vollautonome Autofahren heißt, vorher musste ich 100% der Zeit verwenden aufs Autofahren. Ich musste auf die Straße gucken, ich musste Gas geben, kuppeln, bremsen, schalten, blinken, Spur wechseln, Autofahrer beschimpfen, was auch immer man so macht. Und mit dem vollautonomen Autofahren bin ich in der Lage, 100% der Zeit in wertschöpfende Tätigkeiten für mein Unternehmen zu lenken. Das heißt, ich kann während der Fahrt, während mein Auto von alleine fährt, E-Mails schreiben, ich kann Code generieren, ich kann Präsentationen erarbeiten. Und das ist genau das, was Dynatrace macht. Wir wollen Sie von unnützen, rekursiven Tätigkeiten entbinden. Wir möchten nicht, dass Sie sich um Fehler von gestern kümmern, sondern Sie sollen sich um Innovation von morgen kümmern. Das ist die Analogie. Jetzt würde ich in eine kurze Demo einsteigen, außer es sind Fragen. Das weiß ich nicht, gibt es im Chat irgendwo Fragen? Monika? Keine Fragen? Ich bin jetzt nichts aufgekommen. Nein. Okay, das ist perfekt. Dann gehe ich weiter. Wie gesagt, unterbrechen Sie mich, wenn Sie Fragen haben. So, sieht man, kann man meinen Browser sehen? Ja. Okay, perfekt. So, hier ein kurzer Einblick und ich werde mich ganz bewusst weit an der Oberfläche halten. Ich möchte meinem armen Kollegen Thomas Schlanghaufer nicht die Arbeit wegnehmen und den Spaß, den er nächste und übernächste Woche mit Ihnen hat. Deswegen halten wir uns relativ an der Oberfläche. Aber schon, Ziel ist es schon, dass Sie verstehen, was wir machen. Das ist jetzt mal so ein Einstiegspunkt in Dynatrace, mal ein Dashboard. Nicht, dass wir sagen, Dashboards sind super wichtig, aber Kunden möchten Dashboards haben. Kunden sind es gewohnt, mit Dashboards zu arbeiten. Deswegen haben sie bei uns auch Dashboards. Das ist jetzt mal so ein Beispiel-Dashboard. Sie sehen hier eine Übersicht über Ihre Applikationen. Alles ist grün. Wenn jetzt was rot wäre, könnte ich sofort eindrillen. Können mir angucken, was läuft nicht rund. Key-User-Actions auf eine Kernaktivität, hier in dem Fall Reisebuchung in diesem Demosystem. Wie geht es meinen Usern, wie ist die Experience, wie geht es meinen Services Daten machen? Hier in Synthetic sehen wir tatsächlich Tests von externen Lokationen aus der Cloud raus, wo wir Klickpfade verfolgen, dass hier tatsächlich zwei Tests gibt, die Probleme aufwerfen, könnte ich mir jetzt angucken. Ich könnte hier eine Geografie-Verteilung mir anzeigen lassen. Wir haben mit der Fiducia, die auch oft als Referenzkunde auftritt, zum Beispiel einen Kunden, der hat eine Deutschlandkarte hinterlegt und das sieht anhand von einer Karte, wo ist die User Experience, in welcher Region wie gut. Die sehen also auf einen Blick, in welcher Volksbank klemmt es gerade. Und so geht es immer weiter. Dynatrace denkt aber eher in Problemen. Wenn ich jetzt hier auf Probleme klicke, sehe ich jetzt hier oben an den Zeitstempel die letzten 7 Tage. Jetzt sehe ich hier ganz viel Grau und eine Stelle ist rot. Grau heißt, das Problem ist behoben und rot heißt, das Problem ist noch aktiv. Ich sehe also Probleme. Und was so ein Problem ist, zeige ich Ihnen jetzt. Ich habe mal ein Problem rausgesucht. Das ist ein Problemticket. Das wird Ihnen Davis bringen, wenn Davis feststellt, dass wir irgendwo ein Problem haben. Sie sehen hier oben, hinter diesem Problem, wir haben eine definierte Nummer, das ist also das Ticket, was wir generieren, und da verbergen sich 3 Applikationen dahinter, 8 Services und 2 Infrastrukturkomponenten. Das heißt, im einfachsten Fall, wenn Sie kein Dynatrace haben, kriegen Sie zu dem Zeitpunkt schon mal 13 Meldungen, die bei Ihnen auflaufen, in Ihrem Service Desk, in Ihrer Event-Konsole, wo auch immer, und Sie wissen erstmal schon mal gar nicht, haben die was miteinander zu tun. Das heißt, hier ist der erste Benefit, wir zeigen Ihnen, was ist das Problem. Wir zeigen Ihnen hier im nächsten Punkt, was ist der Business Impact? Wir sehen, es sind 298 User, die davon betroffen sind. Nicht User, die angemeldet sind, sondern die wirklich das Problem feststellen. Wir können uns ja auch angucken, auf welchen Applikationen sind die User, sind es vielleicht mobile Apps oder sind es Webseiten. Dann zeigen wir die Applikationen. Wir grenzen hier zum Beispiel ein, auf der easytravel.com, das ist unser Demo-Portal, unsere Demo-Applikation, ist das Problem User Action Degradation, das heißt eine Antwortzeitenverlangsamung. Davis hat festgestellt, die übliche Response Time ist 1,07 Sekunden. Das ist nicht konfiguriert, sondern von alleine erkannt. Und das ist jetzt hochgegangen auf 2 Sekunden und führt dazu, dass diese 298 User eine schlechtere Experience haben. Wir können jetzt hier uns auch angucken, was funktioniert nicht. Ist es ein Login, was nicht funktioniert? Ist es eine Sitzplatzbuchung? Ist es die Anbindung an Miles & More? Was auch immer nicht geht, könnten wir uns jetzt anzeigen lassen. Und wir kriegen schon mal eine Vorfilterung. Sind alle Browser betroffen oder ist es ein Problem, was vielleicht nur den IE11 betrifft, den sie eigentlich gar nicht mehr geben dürfte? Ist zum Beispiel nur Brasilien betroffen? Dann haben wir wahrscheinlich eher ein Netzwerk- oder ein ISP-Problem. Oder sind alle Betriebssysteme betroffen? Oder steht da jetzt ein iOS 15 Beta? Dann hat Apple wahrscheinlich gestern Abend einen Unsinn gemacht und eine schlechte Beta-Version rausgebracht. Das heißt, ich kriege schon mal ein Gefühl, wie kann man es vielleicht eingrenzen? Hier unten sehe ich jetzt aus dem Datenmodell, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, den Ausschnitt,
was an diesem Problem beteiligt ist. Sie sehen jetzt hier wirklich Hosts, diverseste Komponenten, Roboter, User, Webseiten etc. Und ich lasse jetzt hier oben mal diese Art Zeitmaschine nacheinander das Problem ablaufen. Sie sehen jetzt hier alle 5 Minuten, bleibt jetzt kurz stehen und ich halte gleich mal am höchsten Punkt an. Was Sie hier sehen ist, Sie sehen den zeitlichen Verlauf, wie hat sich das Problem in Ihrem Unternehmen fortgepflanzt. Sehr oft sehen wir bei Kunden, dass sie merken, eine Applikation wird langsam, man fokussiert sich auf diese Applikation, fährt sie vielleicht runter, fährt sie wieder hoch, spielt Service-Packs ein, fängt an, in irgendwelchen Config-Dateien rumzuändern und vielleicht merkt man auch, dass irgendwas besser wird. Man freut sich, dass man das Problem gelöst hat und dann geht das Problem an der nächsten Stelle weiter, an einer anderen Applikation, hat vielleicht gar nicht gemerkt, dass das Problem gar nicht die Applikation ist, sondern vielleicht irgendeine Konfiguration im VMware unten drunter oder irgendein Problem an der Datenbank. Das heißt, sehr oft bekämpft man Folgeeffekte, ohne das eigentliche Problem zu bekämpfen. Und genau dafür haben wir sowas hier eingebaut. Das heißt, wir sehen zu dem Zeitpunkt, wir haben 50 ongoing Events. Das heißt, alle 5 Minuten kriege ich jetzt gerade 50 Meldungen, die in meiner Eventkonsole auflaufen. Hier unten sehe ich die alle. Aber es ist illusorisch zu glauben, dass ein Mensch in der Lage ist, das vernünftig zu diagnostizieren. Wäre das jetzt nicht cool, wenn es eine Lösung gäbe, die einem einfach sagt, wo es herkommt? Und genau das macht Dynatrace. Ich gehe jetzt wieder zurück in mein Problemticket und wir sehen hier den Root Cause. Dynatrace hat festgestellt, der Check Destination Service ist dafür verantwortlich. Wir gucken uns auch gleich an, was es ist. Darüber hinaus hat Dynatrace mit der vorhandenen Integration in ServiceNow auch festgestellt, oh, es gab einen Deployment Change. Ich kann hier theoretisch kann ich sofort zurückspringen. Hier ist direkt der Remediation Link. Ich sehe, wer hat das Ganze geprüft und ich sehe sogar, wer ist der Owner davon. Und wenn ich jetzt wirklich wissen will, was ist das Problem, klicke ich einfach auf den grünen Knopf, lasse Davis analysieren. Und Davis stellt fest, es ist keine Interaktion mit irgendwelchen Services, es hat nichts mit der Datenbank zu tun, es ist reine Code Execution. Jetzt klicke ich drauf und mit dem dritten Klick springe ich jetzt direkt in dem Fall in die Methode rein, die das Problem verursacht. Das heißt, wir haben festgestellt, die Location Parser.Calculate Section Index, diese Java-Methode ist dafür verantwortlich, dass 298 User gerade nicht arbeiten können. Was habe ich jetzt gemacht? Nochmal so Zusammenfassung. Ich habe den armen Service Desk Mitarbeiter, der in der ersten Sekunde mit 13 Events überflutet wurde und später alle 5 Minuten nochmal 50 dazu kriegen würde, der habe ich in die Lage versetzt, innerhalb von 20 Sekunden mit 3 Klicks zu verstehen, A, ich habe nicht 13 Probleme, sondern ich habe ein Problem, B, ich weiß, welcher Business oder welcher IT-Prozess dafür verantwortlich ist, es ist hier der Reisebuchungsprozess, C, ich weiß, wie kritisch es ist, es sind fast 300 User, die nicht arbeiten können, D, ich weiß, es ist ein Softwareproblem mit dem Check Destination Service und E, ich weiß sogar, welche Person dafür verantwortlich ist. Das heißt, wir haben die Zeit, um so ein komplexes Problem zu diagnostizieren, auf 15 Sekunden zusammengedampft. So ein Problemticket können wir zum Beispiel in den ServiceNow reinschießen, das ist voll automatisiert. Also wir haben ServiceNow-Integration dabei, aber wir können natürlich in jedes beliebige andere Tool uns integrieren. Wir können in Slack reinschreiben, wir können PagerDuty ansprechen, wir können E-Mails schicken, wir haben Dutzende Integrationen, wo wir quasi raus eine Alarmierung machen können. Und es sind jedes Mal genau diese Informationen, die Sie mitbekommen. Sie können vielleicht hier unten reinschreiben, ja, kenne ich schon, bla bla bla, weil wir gerade an dem und dem arbeiten, irgendwas. Sie können Kommentare versehen, das ist jedes Mal mit einem Ticket drin. Wie kommen wir zu dieser Info, was da gerade passiert ist? Wir sehen hier oben, Davis hat 22 Milliarden Abhängigkeiten analysiert. Das ist eine unvorstellbar große Zahl. Das ist als Mensch nicht machbar. Da sieht man erstmal, was die Power von dieser AI ist. Aber wo kommt Davis zu diesen Zahlen? Gucken wir uns mal an, wie Dynatrace deployed wird. Dynatrace können Sie konsumieren, entweder als SaaS, also als Software as a Service aus der Cloud raus, oder als On-Prem-Variante, ist quasi feature-identisch. Auch beide Deployment-Arten sind eine Sache von Minuten. SaaS ist natürlich eine Minute, die On-Prem-Variante dauert vielleicht 20 Minuten, aber es wird alles mitgeliefert, super easy. Und dann geht es nur noch darum, Agenten zu deployen. So. Klick hier kurz drauf, das war ein Klick. Nee. Wobei, das wird jetzt zu kompliziert. Ich zeige Ihnen eher lieber das Resultat. Na. So, ich zeige Ihnen gleich das Resultat hier aus. Das Wichtige ist zu verstehen, dieser Agent von uns muss nicht konfiguriert werden. Der wird vollautomatisiert ausgerollt. Sie können ihn in jede x-beliebige Deployment-Methode reinkopieren, in ein Ansible, in ein Puppet, in ein Chef, in ein Microsoft Software Delivery, was auch immer. Der Agent wird ausgerollt, der Service wird einmal neu gestartet und das war's. Was dann entsteht, ist dieses Bild. Sie haben es vorhin schon
gesehen, kurz als Screenshot, das ist das, was wir Smartscape nennen. Smartscape ist diese multidimensionale Datenmodell. Wir sind jetzt, bewegen uns gerade auf Ebene der Services. Ich kann jetzt hier einfach mal reinfahren, auf irgendwas irgendwo drüber fahren. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt ein Tomcat Apache. Und wir sehen, mit welchen anderen Prozessen dieser Prozess kommuniziert. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, sehen wir links, das ist jetzt eine relativ einfache Situation, der stellt keine Applikation bereit und darunter liegt dieser Prozess und es ist dieser Linux-Host und der läuft in dieser Google Cloud-Plattform. Wenn ich jetzt auf diese anderen Prozesse klicken würde, die mit denen kommunizieren, auch da sehe ich wieder, wo läuft das Ganze. Das heißt, ich kann schon mal genau sehen, wie ist dieser Prozess aufgebaut, was läuft da alles, was hängt da alles mit dran. Das ist natürlich extrem wichtig für jede Art von Change-Projekt. Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Applikation in die Cloud migrieren, dann muss ich wissen, was gehört dazu, welcher Service, welche Prozesse, welche Load Balancer, welche Firewalls, was auch immer. Wenn ich dieses Bild nicht habe, werde ich im schlimmsten Fall zu wenig rüberschieben und dann funktioniert mein Service nicht mehr. Es muss ja gar nicht Cloud sein, ich kann es ja auch zu einem Outsourcer migrieren oder ich will was Altes dekommissionieren, was Altes abbauen. Wenn ich nicht weiß, was alles dazu gehört, baue ich entweder zu wenig ab oder zu viel. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau das Richtige abbaue, ist da relativ gering. Hier machen wir auch so langsam den Brückenschlag zum Thema Infrastrukturmonitoring. Da gehe ich jetzt nicht so tief rein, das wird der Thomas nächste Woche machen. Ich klicke jetzt aber einfach mal kurz, um Ihnen mal einen Einblick zu geben, auf Data Center und schnappe jetzt einfach mal zum Beispiel ein VMware Data Center. Ich gehe davon aus, was hat jeder bei Ihnen. Und jetzt sehe ich, was läuft dort. Es laufen hier 6 Linux-Hosts, die befeuern diese Prozesse, Services und Applikationen. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich gucke mir mal so eine Maschine an, will einfach mal wissen, wie geht es dieser Maschine und kriege jetzt Aussagen zu CPU-Auslastung, Memory-Auslastung, realisierte Bandbreite, was für Package-Loss habe ich, was für Prozesse sind drauf, was für Events waren drauf. Das heißt, ich kann mir hier auch zur Infrastruktur, die drunter liegt, schon mal ein Bild machen. Ich kann mir angucken, welche Probleme sind mit diesem Host, haben wir hier gefunden, die mit diesem Host zusammenhängen. Das heißt also, hier kriegen wir quasi den Brückenschlag aus einer Applikationssicht in den Bereich Infrastrukturmanagement. Ich habe vorhin gesagt, in der Mitte steht für uns immer der User. Wie geht es der User Experience? Das möchte ich Ihnen kurz zeigen. Ich schnappe mir mal aus unserer Applikationsansicht eine Applikation. Stellen Sie vor, Sie sind Verantwortlicher für eine Applikation. Und das wäre jetzt erstmal Ihre Ansicht. Sie kriegen erstmal auf der ersten Seite mehr eine technische Ansicht. Was für Aktionen haben Sie drauf? Was für eine Art von Usern sind drauf? Was für Fehler haben Sie drauf? Sie sehen hier oben 31 Fehler im letzten Zeitraum. Sie sehen hier aus Sicht von Synthetik. Wir haben hier, der Service ist immer wieder von außen aus der Cloud nicht erreichbar. Können Sie sich natürlich genau angucken, wo ist die Abweichung, wo ist der Unterschied zwischen soll und ist. Was sind so die Top-Fehler, die Top-Actions etc. Jetzt kann man das aber auch ein Stück mehr in Richtung Business sich angucken. Wie viele neue User habe ich? Wo kommen die User her? Ich kann zum Beispiel hier mir angucken, aus welcher Lokation oder aus welcher Region kommen welche User. Habe dann hier noch eine Unterteilung, kann zum Beispiel Auswirkungen von Marketingaktionen sehen, die ich hier mache. Ich kann mir meine Conversion Goals angucken, zum Beispiel, dass ich sage, Vertragsabschluss passiert, wenn die Kreditprüfung funktioniert ist und in der Datenbank dieser und jener Fleck gesetzt ist, wenn in dem und dem Feld in der Datenbank eine 1 steht, erst dann kam es zum Vertragsabschluss. Und da kann ich mal gucken, wie geht es denn mit dem Conversion Goal? Habe ich das erreicht? Auch ganz wichtig, wo kommen User her? Aber noch wichtiger, wo verliere ich User? Wenn ich sie nach der Kreditkartenvalidierung und nach Vertragsabschluss verliere, ist super, dann haben sie gekauft und gehen. Wenn ich sie vorher verliere, nicht gut. Ich kann mir genau angucken, an welcher Stelle verliere ich sie und kann analysieren, habe ich vielleicht ein technisches Problem, was dazu führt, dass ich die User verliere. Und wenn ich mir jetzt mal wirklich angucken will, wie geht es den Usern? Stellen Sie vor, Sie sind im Service Desk, Sie möchten eine Versicherung verkaufen. Dort ist jemand, der hat sich übers Wochenende ein neues Motorrad gekauft und möchte das jetzt anmelden, braucht eine Versicherung. Geht auf Ihre Webseite und es funktioniert einfach nicht. Der ruft bei der Hotline an, sagt, ich will bestellen, aber ich finde den Absenden-Knopf nicht. Dann sagen Sie, okay, wie heißen Sie? Dann ist das hier zum Beispiel der Heiner, das ist der erste Deutsche. Da sagt die, na, ich war heute mal gegen 10 Uhr da, dann wird das wahrscheinlich diese Session gewesen sein. Klicken Sie einfach drauf und Sie sehen, was der Heiner gemacht hat. Sie können sich erstmal Informationen angucken, wie zufrieden war er. Wir sehen sie oben schon bewertet. Er hat jetzt eine gute User Experience gehabt. Wir haben ein Rating, wo wir ihn aufzeigen. Ist die Experience gut? Ist sie zufriedenstellend oder ist sie echt Grütze und da müssen Sie was machen? Wir zeigen Ihnen auf, was für einen Browser hat er, welche Auflösung hat er, welche IP-Adresse, welches Betriebssystem. Alles ganz wichtige Informationen,
die sie für ihre Anwendungsentwicklung brauchen, wenn es um Entstörung geht. Was wir Ihnen aber auch zeigen, hier geht es schon mal los initial mit Business Analytics. Wir zeigen Ihnen hier zum Beispiel, dieser Mann hat bei Ihnen den Loyalty-Status Gold. In der Lufthansa-Branche ist das der Senator-Status. Der kauft viel bei Ihnen. Sie sehen hier, der Warenkorbwert ist 1200 Euro. Wenn Sie dem Mann jetzt nicht helfen, verlieren Sie 1200 Euro. Und Sie sehen, was haben Sie dem als letztes für eine Werbeaktion geschickt? Paris, City of Love, was auch immer. Also Sie kriegen viele Informationen, die wertvoll sind für Ihr Business. Und Sie sehen jetzt hier anhand seiner gesamten User-Journey, was er aufgerufen hat, wenn es jetzt hier ein Problem gäbe, würden wir das sehen. In dem Fall gab es jetzt kein Problem, aber wenn es das Problem gäbe, würden wir Ihnen das aufzeigen. Und jetzt könnten Sie wirklich ganz tief reindrillen, das wird dann sicherlich in der nächsten Session der Thomas mit Ihnen machen, und Ihnen wirklich aufzeigen, wie sieht denn wirklich so eine Ende-zu-Ende-Betrachtung auf Code-Ebene aus. Das können wir machen, um einfach Ihre Entwickler in die Lage zu versetzen, genau zu verstehen, wo läuft jetzt meine Anwendung schlecht. Jetzt gibt es aber Fehler, die Sie aus Sicht von IT gar nicht wirklich sehen können oder diagnostizieren können. Zum Beispiel Usability-Probleme. Der User gibt in ein Feld, wo nur Buchstaben vorgesehen sind, gibt anstatt einem O eine 0 ein. Und der Next-Knopf ist ausgegraut. Und Sie verstehen einfach nicht, was er macht. Da haben wir hier ein Session-Replay eingebaut. Das heißt, Sie können sich die gesamte Session des Users, was er gemacht hat, quasi als Video-Replay angucken. Wenn Sie das möchten, Sie werden gleich sehen, natürlich sind alle Eingaben maskiert, alles GDPR-konform, also wir haben kein Problem mit EU-Grundschutz, Datengrundschutzverordnung. Hilft Ihnen aber wirklich zu verstehen, was hat der User angeklickt, was hat er gesehen, welche Fehlermeldung hat er erhalten. Sieht er den Absendeknopf nicht oder sieht er den oder ist vielleicht eine Grafik drüber gerutscht, ist irgendwas, was nicht nutzbar ist. Wir hatten einen Kunden mit einer Versicherung und die haben festgestellt, dass ihre Conversion Rate massiv eingebrochen ist mit Online-Abschlüssen. Und die haben es einfach nicht gefunden und dann haben wir das mitlaufen lassen und da kam halt raus, dass mit dem letzten Update von Firefox dieser Absendenknopf nicht mehr sichtbar war und alle User, die das letzte Update drauf hatten, konnten keine Versicherung kaufen. Da können Sie sich dumm und dämlich suchen mit Ihrem klassischen Infrastrukturmonitoring, sowas werden Sie nicht finden. Das finden Sie nur, indem Sie sich solche Sessions angucken. So, das war es oberflächlich zur Demo. Sind Fragen? Ja, wir haben tatsächlich zwei Fragen bekommen. Ja. Zum einen würde den Herrn Hesberger gerne interessieren, inwieweit Dynatrace in der Lage ist, die Abhängigkeiten automatisch zu erkennen und anzupassen, wenn sich in der Infrastruktur was ändert. Also wir erkennen es automatisch. Was ist gemeint mit anpassen? Also in dem Moment, wo sich was ändert, zeigen wir es auch geändert dar. Wir sehen sofort die Änderung. Das ist eine Echtzeitabbildung der IT. Das ist nichts Statisches. Beantwortet das die Frage? Herr Hesberger, Sie dürfen gerne sprechen, wenn es beantwortet oder nicht beantwortet wurde. Ja, vielen Dank für die Antwort. Es ging mir eher darum, inwieweit diese Änderungen, die erfolgen können in der Infrastruktur, wenn jetzt irgendwie ein Load Balancer ausgetauscht wird oder ich habe mehr Hosts dahinter, mehr Server dahinter, inwieweit diese Änderungen automatisch erfasst werden, beziehungsweise ob es bedingt, dass auf allen Geräten, die hier dargestellt werden mit ihren Abhängigkeiten, ein entsprechender Agent installiert wird. Ja, also ich habe es unterbrochen. Dann käme natürlich auch die Frage, für welche Geräteklassen oder Betriebssysteme dieser Agent bereitsteht. Weil auf manchen Dingen lässt sich ja weniger Software installieren als auf den Standard-Windows-Systemen oder Unix-Systemen. Genau, vollkommen richtig. Also, was wir machen ist, wir installieren uns auf Hosts. Host heißt quasi Betriebssysteme. Und dort haben wir ZOS, AX, Solaris, Windows, Linux. Wir haben die klassischen Platform as a Service, AWS, Azure, Lambda. Genau, wir haben ein Plugin, habe ich neulich gesehen, sogar für AS400. Das sind, also ich glaube, es gibt kein Betriebssystem, was wir damit nicht können. Außer ich fange jetzt an mit einem BS2000 oder sowas, dann haben wir ein Problem. Aber eigentlich alles, was man heutzutage in der normalen IT findet, können wir. Vollkommen richtig, wir können uns nicht auf Switche installieren, auf Router, auf solche Geschichten. Wir sind ganz klar kein Netzwerkmonitoring. Wir gucken aus Sicht einer Applikation, wie ist das Zeitverhalten. Und wir sagen zum Beispiel, ich verliere im Netzwerk, verliere ich jetzt, keine Ahnung, 300 Millisekunden und dann weiß ich, das ist normal, da muss ich aber auch gar nicht weiter reingucken. Ich schaue mal gerade, ob ich hier so ein Beispiel sehe.
ob ich Ihnen das zeigen kann. Wir sehen quasi immer aus Sicht der Applikation. So, genau, hier sehe ich jetzt zum Beispiel, wie lange brauche ich für was. Und diese Informationen kriegen wir, sieht man das? Ja, sieht man auch, ne? Ja. Ja. Diese Informationen bekomme ich, ohne jetzt hier einen Agenten zu installieren. Wenn jetzt irgendwo im Netzwerk was hochgeht, dann zeigt er natürlich das an, aber dann würden Sie in diesem Fall jetzt irgendwelche Netzwerk-Spezialisten-Tools sicherlich noch nehmen, um das genauer zu diagnostizieren. Wir gucken uns jetzt nicht einen Switchport oder sowas an. Da kann man uns nicht installieren. Was wir sehr wohl machen können, ist in gewisser Weise Proxys. Ich kann Ihnen mal zeigen, so ein Service Flow, wo wir durchaus auch Komponenten sehen, wo man keinen Agenten installieren kann. Ich nehme nochmal meine, die ich vorhin gezeigt habe, wo ist hier die AngularEasyTravel.com. Das kann jetzt ein bisschen dauern, weil es doch echt sehr viele Daten sind. Das ist jetzt ein Service Flow. Das wäre jetzt quasi erkannt, eine Art Architektur, wie ist meine Applikation aufgebaut, wie ist so dieser Kommunikationsflow, was kommuniziert, womit, wie läuft das da durch. Das sehen Sie jetzt gleich grafisch dargestellt. Und da sehen Sie zum Beispiel Proxys. Sie können Proxy-Chains etc. sehen. Sie sehen genau, wie lange brauche ich da drin. Natürlich gibt es darüber hinaus Plugins für Geräte, für Load Balancer, teilweise für Firewalls. Das ist auch was wir erstellen können, was Partner teilweise erstellen können. Es gibt ein paar Hände voll, die wir mitliefern, aber es gibt darüber hinaus auch natürlich die Möglichkeit, sich selbst was noch zu bauen, um dort Integration zu schaffen in andere Komponenten. Darf ich gerade nochmal fragen, mit welcher Systemlast zu rechnen ist durch diesen Agenten? Das ist ja immer eine sehr beliebte Frage. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja der Agent in der Lage, auf Netzwerkprotokollebene mitzubekommen, mit welchen anderen Tiers hier gesprochen wird. Das heißt, er muss eigentlich den Traffic schon so ein bisschen auseinandernehmen und sich zumindest anschauen, mit welchen anderen Hosts kommuniziert wird, richtig? Ja. Wir lassen ihn mal hier kurz machen. Ich gehe ins andere Fenster. Ich zeige Ihnen mal die Sicht zu einem... gehen wir über Smartscape rein, schnappen uns mal einen Host. Legt das hinter so ein VMware-Host. Wo habe ich ein VMware-Logo? So. Schnappen wir uns mal sowas. Da sehen Sie nämlich sehr gut die Auslastung, die Prozesse. So, Consuming Processes. Und ich sortiere jetzt mal hier nach Typ. Und da sehen Sie überall, wo Dynatrace steht, da sehen Sie dahinter, was ist das, was wir hier an Overhead produzieren. Jetzt könnte man sagen, da ist wahrscheinlich nicht sonderlich viel Last drauf. Wobei wir sehen hier oben 50% Last ist da schon drauf auf dem System. Wir sind bemüht, dass wir uns bei unter 1% halten. Wir haben Intelligenz eingebaut, wenn der Dynatrace-Agent zu viel Last nehmen würde, dass er sich selbst quasi reduziert, nicht mehr so oft zurücksinkt. Aber Sie sehen hier, also das, was wir hier an Last produzieren, ist marginal. Das ist messbar, aber nicht wirklich subjektiv fühlbar. So, jetzt gucke ich hier nochmal rein. Das ist jetzt der Service Flow. Genau, das heißt, wir haben jetzt hier ein Bild, diese AngularEasyTravel.com-Applikation, kommuniziert mit diesen Webservern. Und das ist wirklich in Echtzeit eingelesen. Wie ist so der Flow für diese Applikation? Jetzt haben Sie hier solche Dinger gesehen. Das sind jetzt Proxys zum Beispiel. Hier drüben sehen Sie Proxy-Chains, wo wir uns nicht installieren können. Das zeigen wir Ihnen trotzdem hier, bilden wir hier trotzdem ab. Beantwortet das die Frage? Ja, ich will jetzt auch nicht zu ausführlich werden. Vielen Dank, die Antwort reicht mir erstmal. Dankeschön. Okay, perfekt. Dann. Noch mehr Fragen? Ja, der Herr Hunsinger meldet sich gerade noch. Sie dürfen gerne Ihre Frage stellen. Also das sieht wirklich super aus. Ein Traum sozusagen für jeden, der Performance-Probleme sucht. Wie lange braucht man denn, bis man das so eingerichtet hat, dass das wirklich in der Form also auch abrufbar ist? Tolle Frage und ich habe Sie nicht bezahlt für diese Frage. Bitte bestätigen Sie das jedem. Das, was Sie hier sehen, ist alles out of the box. Wenn wir bei Ihnen einen POC machen, können Sie davon ausgehen, wenn wir alle Berechtigungen haben, dass wir die Agenten ausrollen können, ist das eine Sache von Stunden. Und dann sehen Sie, also sagen wir mal, nach 2 Stunden haben Sie dieses Smartscape-Bild. Es ist hier wirklich nichts gecustomized. An einer Stelle, also das haben Sie in wenigen Stunden. Wo wir was gecustomized haben, ist hier eine Benamung von Applikationen, weil wir aus einer URL nicht zwingend lesen können, dass zum Beispiel eine Applikation Madison Island heißt. Also das heißt, eine Benamung und eine Definition von Applikationen haben wir gecustomized hier.
Aber alles andere ist komplett out of the box. Sie müssen nichts machen. Wir sind wirklich in der PFC in wenigen Stunden so weit durch, dass wir sagen, jetzt lassen wir das Ganze mal laufen und ein paar Tage später machen wir mit Ihnen eine Analyse. Was haben wir gefunden? Wie lässt sich das bedienen? Das okay, dann hätte ich noch das zwei... Das konnten auch so liegen hier dran. Dann hätte ich noch zwei Fragen. Ja. Was ist mit so Schulungsaufwand? Womit ist da zu rechnen, bis man mit dem Ding klarkommt? Ja. Das ist sehr stark abhängig vom Use Case. Es gibt Kunden, die setzen uns ein für das klassische Operating. Die machen eine volle Automatisierung der Weiterleitung in ein ServiceNow. Da ist es relativ einfach. Es gibt Kunden, die sagen, ich möchte das ganz bewusst einsetzen, um meine CICD-Pipeline zu automatisieren, Softwareentwicklung zu automatisieren, Quality Gates einzurichten. Da muss man natürlich schon wesentlich mehr machen. Da braucht man Verständnis dafür. Da muss ich Tools anpassen, Skripte schreiben etc. Da ist der Schulungsaufwand höher. Also ich hätte jetzt mal gesagt, die meisten Kunden, die ich kenne, die neu angefangen haben, die haben ein Kernteam von ein paar Leuten auf eine Schulung geschickt. Die Basisschulung, die ist 2,5 Tage. Und wenn sie dann eine Warnschulung machen wollen, die ist nochmal 2,5 Tage, und damit sollten sie ziemlich fit sein. Bei 1000 Clients, wie viele Installationen braucht man ungefähr, bis man so ein repräsentatives Ergebnis hat? Was meinst du mit 1000 Clients? Ich meine mit 1000 Server. Achso, ja, Entschuldigung, läuft ja nicht auf den Server. Wir verlieren ja nicht auf den Client, ja, sondern... Entschuldigung. Ja. Richtig. Nee, dann habe ich keine weiteren Fragen, aber ja, passt. Super. Wenn keine weiteren Fragen sind, nochmal um das Thema Mehrwert. Monika, war noch da? Ja, wir hätten tatsächlich noch eine Frage. Und zwar vom Herrn Henrichs. Der meint, bei Eternity muss man als Admin dem System ja selber alles beibringen, was er in eurem Fall Davis übernimmt. Ja. Welche Programmiersprachen hat denn Davis oder sind denn generell ausgelegt? Wir haben alles, was klassisch und modern ist, Java, .NET, Go, was auch immer. Also es gibt natürlich Programmiersprachen, seid ganz offen, also kompilierter Code, da können wir nicht reingucken, zum Beispiel in C++, aber das kann keiner, weil man einfach in diesen Code nicht reingucken kann. Nichtsdestotrotz kriegen Sie trotzdem auch in solchen Umgebungen die anderen Mehrwerte, dass wir Ihnen dieses Smart-Scale-Bild aufzeigen. Und dann würden wir Ihnen auch zeigen, okay, in der Applikation verlieren Sie, keine Ahnung, 2 Sekunden. Dann wissen Sie, es ist die Applikation und Sie können alles andere ausschließen, auch wenn wir in die Applikation nicht reingucken können. Aber kompilierter Code, da kann man nicht reingucken. Aber eigentlich alles, was modern ist, können Sie davon ausgehen, das können wir. Wunderbar, danke. Und eine haben wir noch, wie sich die massiven Datenmengen auf die Netzwerke auswirken, wenn von jedem Nutzer jede Aktion aufgenommen wird. Das ist jetzt eine Frage, müsste man nachliefern. Ich weiß nicht, ob man das pauschal beantworten kann. Ich meine, wir haben ja vorhin gesehen, die CPU-Last ist sehr niedrig. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass im Netzwerk auch nicht so viel mehr passiert. Aber jetzt muss ich gucken, Thomas Schlagenhaufer, bist du im Call mit drin? Ist das was du beantworten könntest? Bin mir nicht sicher, ist der Thomas da? Er ist mit drin, ja. Ja, ja, hallo. Ja, genau. Die Frage war, was für eine Netzwerklast, ob wir ein Netzwerk-Overhead haben. Also es steigt natürlich etwas an, man kann das schon messen, aber es ist nicht nennenswert. Also wir versuchen die Last des Monitoring immer unter der Last der Applikation natürlich zu belassen. Also es ist ähnlich, wie wir es vorhin mit der CPU-Auslastung gesehen haben. Sie haben ja gesehen, wir waren bei unter 1% und wir haben ja diese Mechanismen, um uns quasi zurückzunehmen, wenn wir selbst zu viel Overhead produzieren würden. Ja, also es gibt beim Monitoring treten dann eher andere Effekte auf, also weswegen man dann Dinge einschränkt, also die Anzahl der Nutzer sampled oder so, aber das ist erst in der Größenordnung, wo sowieso die anderen Funktionen auch unter Hochlast fahren. Gut, weitere Fragen? Ansonsten würde ich mal ein paar Storys erzählen, was Kunden damit erreicht haben, Mehrwerte. Ja, das passt. Springen wir weiter. So, den Punkt Demo haben wir hinter uns. Kann man mein PowerPoint sehen? Jawohl. Sehr gut, okay. Gut, ich glaube, jeder steht vor der gleichen Herausforderung. Jeder hat irgendwo eine alte, in Anführungszeichen alte IT, will in eine moderne Welt, will sich transformieren, will digital werden. Aber das ist eine Reise. Die Reise ist nicht von heute auf morgen gemacht. Das ist eine Reise, die wird viele Jahre dauern. Deswegen ist es wichtig, dass ich
auch Unterstützung habe, toolseitig oder plattformseitig, wo ich sowohl die alte Welt als auch die neue Welt mit abdecken kann. Und ich glaube, da kann jeder von Ihnen kann das unterschreiben. Jeder möchte eine Software-Company werden. Ich habe so viele produzierende Unternehmen, die sagen, ich habe mittlerweile mehr Softwareentwickler als Technologieentwickler dahinter. Was damit reinkommt, ist, man kommt mit ganz vielen Technologien plötzlich in Berührung, die es vor ein paar Jahren vielleicht noch gar nicht gab. Und wenn ich jetzt meine alte Tool-Landschaft angucke, meine ganzen alten Frameworks, ich selbst habe früher bei der CA mal gearbeitet, die ganzen Management-Tools, die es auch gab, CA Unicenter, HP OpenView, was auch immer Kunden im Einsatz hatten, die sind überhaupt nicht dafür ausgelegt, mit diesen neuen Technologien vernünftig umgehen zu können. Wir haben hier so eine Art Value-Pyramide. Das ist quasi, zeigt Ihnen auch, was die Mehrwerte sind. Unten erstmal angefangen, eine erste Phase, wir schaffen die Transparenz. Wir zeigen Ihnen auch, ich glaube, das ist klar geworden, wie sind die Abhängigkeiten, wie sieht Ihre gesamte IT aus und das wirklich vom Mainframe bis in die modernste Lambda-Function wird alles gleich behandelt. Wir machen da keinen Unterschied. Sie sehen das alles in diesen Ansichten und können damit arbeiten. Und das hilft Ihnen, um zu verstehen, wie ist meine IT aufgebaut, wo habe ich irgendwelche Kommunikationsbeinchen, die ich vielleicht gar nicht haben will. Sehr wichtig für Migrationsprojekte. Ich habe es vorhin gesagt, wenn ich was in die Cloud schieben will, wenn ich was zu einem Outsourcer geben will, wenn ich was dekommissionieren will, wenn ich irgendwas machen will mit einer Applikation, wenn ich nicht weiß, wie sie aufgebaut ist und was alles dazugehört, habe ich ein Risiko mit der Applikation. Die nächste Phase ist Optimierung. Und der Großteil, für den Großteil müssen Sie nicht mal irgendwas machen. Das erreichen Sie einfach dadurch, dass Dynatrace installiert ist. Das erste ist, Ihre Anwendungsentwickler werden per Definition produktiver werden, weil sie nicht mehr suchen müssen. Ich zeige nachher nochmal ein schönes Beispiel von der Fiducia. Und viele Kunden haben das bestätigt. Eine Fiducia sagt, die haben vorher im Schnitt haben die Anwendungsentwickler 30% ihrer Zeit mit Fehlersuche verplempert. Es kommt ein Ticket hoch, Kunde sagt, er kann sich nicht anmelden und dann geht das Gesuche los. Dynatrace liefert dem Entwickler im Ticket direkt im Root Cause. Das heißt, der Entwickler muss nicht mehr suchen und wird somit massiv produktiver. Diese 30% Produktivitätsverlust wird vielleicht auf 10% oder 5% reduziert. Darüber hinaus haben wir Ticket Reduction, Noise Reduction. Dadurch, dass wir den Unterschied machen zwischen initialen Problemen und Folgefehlern, habe ich und die Folgefehler ausblenden, habe ich wesentlich weniger Tickets. Wir haben Kunden, die sagen uns, ich habe 80% weniger Tickets in meiner Produktion dank Dynatrace. Tool Consolidation, ich glaube, das haben Sie gesehen, wann immer ich das einem Kunden zeige, sagt mir der Kunde, hey, da habe ich Nagios, da habe ich ein OpenView, da habe ich dies, da habe ich ein Logstash, da habe ich das und das. Kunden zählen mir sofort 10, 15, 20 Tools auf, wo sie sagen, die brauche ich ja wahrscheinlich alle gar nicht mehr, wenn ich Dynatrace habe. Ja, viele Kunden rechnen ihre Business Cases nur mit Tool-Konsolidierung. Die haben alte Tools, die ein wahnsinniges Geld kosten. Und das ist ja nicht nur das Tool, was mich Geld kostet. Ich brauche eine Infrastruktur, ich brauche Server, ich brauche Strom, ich brauche Stellfläche, ich brauche Personal, ich muss das Personal schulen. Ich brauche Betriebssystemlizenzen, ich brauche vielleicht Datenbanklizenzen dafür. Das heißt, es sind ganz viele Punkte, die damit reinkommen, wo es sich wirklich lohnt, das mal nachzurechnen, was ich an Toolkosten einspare. Und in vielen Fällen rechnet das schon den Dynatrace-Invest. Dann das Thema Collaboration. Ich habe eine Datenquelle und ich kann aus allen Stages auf diese Daten drauf gucken. Gerade wenn ich über DevOps rede. Ein Entwickler kann endlich mal sehen, welche Auswirkungen hat ein Code-Change, den ich gemacht habe, in der Produktion. Und auch in den anderen Stages. Das heißt, ich kann mir permanenten Feedback-Loop holen. Ich kann per Chat-Ops reingehen und sagen, zeig mir die Auslastungsänderungen von gestern zu vorgestern an, weil ich weiß, ich habe gestern Nacht ein Update gemacht. Diese Möglichkeiten ist natürlich alles, was ich benötige, um ein vernünftiges DevOps-Konzept einzuführen. Dann natürlich das ganze Thema Code-Optimierung, Architektur-Optimierung. Da wir Ihnen ja zeigen, welcher Code wie ausgeführt wird und wie die Architektur aussieht, kann man sehr gut sich mal angucken, was passiert, wenn ich irgendwo hinklicke. Wir haben durchaus Kunden, die sagen, ich klicke irgendwo hin und es werden 5000 Datenbankabfragen ausgeführt. Macht das Sinn oder treibt das gerade vielleicht zum Beispiel auf eine Mainframe nicht die NIPS-Kosten hoch? Kommen wir schon zum nächsten Punkt. Ich weiß nicht, ob von Ihnen jemand Mainframe einsetzt. Es gibt von IBM Lizenzierungsarten, einmal das Mobile Workload Pricing und das Cloud Workload Pricing. Wenn Sie nachweisen können, dass Transaktionen auf dem Mainframe entweder vom mobilen Endgerät oder aus der Cloud kommen, kriegen Sie meines Wissens nach 60% weniger MIPS-Kosten hierfür in Rechnung gestellt von der IBM. Aber wie wollen Sie das nachweisen, wenn Sie kein Tool haben, was Ihnen das durchgängig beweist? Dynatrace kann das machen. Wir sehen genau diese Transaktionen und können sie nachverfolgen. Stufe 3, da geht es dann sehr stark um Optimierung oder Automatisierung in Ihrem Betrieb. Das ist ab da, fangen wir wirklich an und müssen auch
ein bisschen Energie reinstecken, ein bisschen Hirnschmalz reinstecken. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, Runbook Automation, Zero Touch Data Center, also Zero Ops, wie kann ich dort quasi Folgeaktionen, wenn ich einen Fehler feststelle, wie kann ich Folgeaktionen definieren, um meinen armen Admin nachts nicht ausklingeln zu müssen. Und ganz oben, was gerade ein ziemlicher Hype ist bei uns, das ganze Thema rund um Softwareentwicklung, wie können wir unterstützen, dass sie bessere Software erstellen, dass sie schneller releasen, dass sie mehr releasen können, das Ganze automatisieren. Wir haben Kunden, die schaffen es, neuen Code in weniger als einer Stunde durch alle Stages vollautomatisiert durchzuprügeln und in Produktion zu bringen. Da muss kein Mensch mehr händisch reingucken und Testprotokolle bewerten, sondern Dynatrace übernimmt diese Bewertung und reichert Jenkins und andere Tools an und gibt dann den Impuls zu sagen, ja, jetzt kannst du automatisiert in die nächste Stage gehen, weil wir stellen fest, dass der Code gut genug ist. Gucken wir uns mal an und über alles messen wir natürlich, stellen wir den User in den Vordergrund und stellen fest, wie fühlt er sich mit dem, was er konsumiert, wie zufrieden ist er mit dem Service. Gucken wir uns mal ein paar Beispiele an. Ich gucke gerade mit der Zeit, ja, wir haben mal kurz ein paar Beispiele, wer uns einsetzt und warum uns einsetzt. Die SAP zum Beispiel in der Commerce Cloud, 130.000 Server und Dynatrace sagt, SAP sagt, Dynatrace sitzt in der Mitte von Operating und automatisiert alles. Dafür sitzen wir ein. Fiducia habe ich eben gerade angesprochen, die monitoren 60.000 Server für die gesamten Volksbanken. Genau der Use Case, wie eben angesprochen. Die Entwickler verlieren 30% ihrer Arbeitszeit mit Fehlersuche und dann sagt, im ersten Schritt haben wir es locker geschafft, um 5% zu steigern. Das sind aber auch gut 10% mit drin. Das sind sehr konservative erste Annahmen der Fiducia gewesen, weil sie einfach den Business Case nicht zu optimistisch rechnen wollten. Sie sind aber von ihren Zahlen deutlich höher mittlerweile. Haben wir einen Kunden, der sagt, Ticketreduktion, ich glaube, das Bild ist selbsterklärend, Sie haben es auch vorhin gesehen, der sagte tatsächlich, in seiner Umgebung hat er es geschafft, 6 Millionen Euro an Ticketkosten einzusparen im Outsourcing. Der zahlt 12 Euro pro Ticket pauschal bei seinem Outsourcer und macht hier im Jahr 78.000 Tickets. Und bei seiner Rate, was er eingespart hat mit uns, hat er 6 Millionen Euro eingespart. Und unten Liberty Global, gibt es ein schönes Statement, die sagen, allein in den ersten 3 Monaten haben wir 30% weniger Prio 1 Tickets gehabt. Und overall haben wir die outgesourcen Operating-Kosten um fast 50% reduzieren können mit Dynatrace. Tool-Konsolidierung haben wir gerade drüber gesprochen. Hier ist ein Kunde, aber ich glaube, die Zahl ist so hoch, das glaubt uns keiner, aber das ist tatsächlich ein reales Beispiel, wo ein Kunde uralt Software ablösen konnte mit Dynatrace und letztendlich über 5 Jahre 18 Millionen Dollar gespart hat. Schönes Statement von der Raiffeisen-Informatik, die sagen, durch die Optimierung in ihrem Anwendungslayer haben sie es geschafft, 20% Kosten zu sparen, dank Dynatrace. Mainframe habe ich gerade schon angesprochen, müssen wir, glaube ich, mal machen. Genau. Porsche selbst, ich glaube, jeder, der in einem Porsche mal gesessen hat, weiß, wie die User Experience im Auto ist, aber natürlich ist für Porsche auch die digitale User Experience genauso wichtig. Die setzen Dynatrace ein mit dem Real-User Monitoring, um wirklich sicherzustellen, wenn sie auf die Webseite gehen, sich ein Auto konfigurieren, dass auch da alles super smooth läuft. Porsche sagt hier noch ein paar Statements, die ganz interessant sind. 85% der Fehler werden bei Porsche mittlerweile dank Dynatrace gefunden, bevor die in Produktion kommen. 12% der möglichen Fehler werden gefunden, bevor sie überhaupt ein Incident werden, quasi eine Art Früherkennung. Und falls doch mal ein Fehler kommt, schaffen sie es mit 80% weniger Zeit, das Problem zu identifizieren. Genau, Collaboration by Design haben wir schon drüber gesprochen, das ist das Thema DevOps, dass ich vernünftige Tools habe, die wirklich über alle Stages eine gemeinsame Datenbasis haben, um Sachen zu bewerten. Hier mal ein Blick zu uns, was haben wir selbst gemacht? Wir haben auch für unsere eigenen Tools diesen Schwenk mitgemacht. Früher 2-mal im Jahr released, was auch viele Kunden immer noch machen. Wir releasen jetzt alle 2 Wochen, das heißt, wir haben 26 Releases im Jahr. Wir haben nahezu 100% früher unserer Bugs von Kundenreport bekommen. Wir sind mittlerweile auf 7% runter. Alles andere finden wir vorher durch den Einsatz unserer eigenen Tools. AWS-Instanzen massiv nach oben gefahren. Allein 2017 schon hatten wir über 1000. Ich will gar nicht wissen, wo die aktuelle Zahl ist. Und schon 2017 haben wir über 5000 Deployments pro Tag gemacht. Also uns hat das einen massiven Boost gegeben, dass wir selbst quasi unsere Software eingesetzt haben und diesen Schritt gegangen sind. So, ich glaube, die 2 Punkte können wir uns ersparen. SAP sagt 95% weniger Zeit bei der Diagnose von Fehlern und 50% weniger Onboarding-Zeit bei neuen Kunden, dank Dynatrace. Ich glaube, jeder, der ein SAP-Projekt gemacht hat, weiß, wie langwierig die sind, wenn wir es da schaffen, 50% Zeitgewinn zu haben. Da haben wir richtig was gespart.
So, wir sind mit der Zeit quasi am Ende. Ich möchte die Werbetrommel nochmal rühren. Hier ist nochmal das Bild von der Plattform. Wir haben noch zwei weitere Seminare, die der Thomas Schlanghauer macht. Eins nächste Woche und eins, glaube ich, übernächste Woche. Nächste Woche werden wir uns mit den linken beiden Säulen hiervon befassen. Da geht es dann technisch aber tiefer rein, Infrastruktur, Monitoring, Applications, Microservices. Und die Woche drauf geht es mehr rechts dann um das Thema Digital Experience, Management und Business Analytics. Hier habe ich die Termine. Ich habe gesehen, der eine oder andere hat sich schon angemeldet, wird gerne die Werbetrommel rühren. Melden sich an, kommen Sie vorbei. Wenn Ihnen das heute gefallen hat, kann ich Ihnen sagen, das wird dann noch wesentlich spannender, weil dann haben wir noch wesentlich mehr Fleisch angeht. Damit wäre ich durch für mich. Fragen, Antworten. Oder haben wir was anderes? Monika, noch was anderes auf der Agenda? Ja, Fragen und Antworten. Tatsächlich noch eine Frage, genau. Und zwar vom Herrn Schneider. Wo denn die Daten abgelegt werden und wie viele Terabyte da in etwa pro Server auflaufen im Schnitt? Ja. Ja, okay. Thomas, vielleicht ist das wieder eine Frage technisch für dich, aber du bist noch da. Wo die Daten abgelegt werden und welche Datenmengen da zu erwarten sind? Ja, wir haben ja zwei Deployment Cases, einmal in der Cloud als SaaS-Modell und einmal On-Premise. Bei der On-Premise-Variante können Sie in einem normalen Modell ausgehen, wo Sie natürlich mit steigender Anzahl dann die Datenlast zunimmt. Wir haben das alles dokumentiert. Es gibt auch Dokumentation darüber, wie das abzuschätzen ist, wie viele End-User zum Beispiel, wie viele Daten produzieren. Sie können das auch konfigurieren. Also darüber kann ich keine genaue Aussage machen. Aber es ist jedenfalls nachvollziehbar dokumentiert, sodass Sie da bei der Planung schon zurückhalten können. Klasse, danke schön. Ansonsten sind keine Fragen mehr im Chat. Ansonsten hat sich auch keiner mehr die Hand gemeldet. Also ich denke, es kommen keine Fragen mehr. Ansonsten können Sie auch sehr gerne die Fragen noch im Nachgang schicken. Wir versuchen sie dann online zu beantworten. Und danke dir erstmal, Klaus, für den echt spannenden und, wie ich finde, sehr kurzweiligen Vortrag. Für Sie noch vielleicht ganz spannend, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, bei der Anmeldung für das Webinar gab es einen Link für einen kostenlosen Test von Dynatrace für 30 Tage. Sie haben jetzt gesehen, wie einfach und spannend diese Demo-Version war. Ich würde Ihnen nahelegen, registrieren Sie sich, probieren Sie es aus. Wir von DarkoServe und Dynatrace zusammen unterstützen Sie da gerne. Testen Sie einfach mal, wie es Look and Feel ausschaut, wie es Ihnen taugt. Und wir begleiten Sie da gerne bei der Implementierung und helfen Ihnen da weiter. Falls Sie das machen, vergessen Sie nicht den Promocode DARCO2021, dann werden die 15 Tage auf 30 Tage erweitert, die hinter dem Link verlegt sind oder hinterlegt sind. Genau, falls dann sonst keine Fragen mehr sind, sind wir jetzt gut in der Zeit und die Termine für die nächsten Webinare kennen Sie. Würde mich freuen, wenn wir Sie da auch begrüßen können. Freut mich sehr, dass wir so viele Teilnehmer hatten, heute schon für den ersten Termin. Und ansonsten würde ich Ihnen eine schöne restliche Woche wünschen und mich nochmal ganz herzlich auch bei Dynatrace bedanken für das Webinar heute.